Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nirjana, ein Medium der neuen Zeit. Ja, meine Lieben, und heute möchte ich unbedingt mit euch über den Ehrenkodex sprechen. Der Ehrenkodex ist ein ungeschriebenes Gesetz und er besagt, dass man als Heiler oder Medium ungefragt niemals für jemand anderen etwas macht. Es ist einfach ein Eingriff in den freien Willen, wenn man so etwas macht, und das geht natürlich nicht. Die geistige Welt betont ja so oft, dass sie niemals in unseren freien Willen einwirken würde, eingreifen würde, und somit ist der Ehrenkodex ja nichts anderes. Nur der Unterschied ist, dass es immer noch viele Menschen gibt, viele Heiler gibt oder Mediums gibt, welche dies tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist unglaublich, aber es ist so. Und zwar, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Es könnte sein, dass es passiert, dass ihr von jemand geschrieben bekommt: Du, ich habe eine ganz wichtige Botschaft für dich, ich muss dir das unbedingt sagen. Oder wenn jemand schreibt: Ich habe gerade für dich gewirkt, ich habe eine Heilübertragung für dich gemacht, ich habe dies und das für dich gemacht und ich will dir das heute sagen, und das war jetzt vor 2-3 Tagen. Um Gottes Willen, das ist das aller Schlimmste, was man machen kann. Das ist sowas, geht einfach nicht. Also wenn euch sowas passiert, oder manche Menschen bekommen auch Briefe, die kommen Briefe und werden aufgefordert, irgendwas zu tun, es wäre wichtig für sie, es würde für die Zukunft wichtig sein, es würde für die Gesundheit wichtig sein oder was auch immer. Sowas dürft ihr sofort, so einen Brief sofort zerreißen, ja? Oder diese anderen Nachrichten, wenn jetzt jemand kommt und sowas sagt, weist die Menschen in ihre Schranken, sagt ganz deutlich: Das geht nicht, ich habe nichts bei dir bestellt, ich möchte nichts von dir, und weist es also zurück. Ja, ich meine, wenn man eine Botschaft möchte, wenn man eine Heilsitzung möchte, irgendwas in dieser Art, wenn man das möchte, ja, dann sucht man sich doch das Medium seines Vertrauens, ja, oder den Heiler seines Vertrauens und geht dann dahin. Es kann doch nicht sein, dass ein völlig fremder Mensch oder überhaupt, dass ein anderer Mensch hierher kommt und sagt: Du, ich habe dies und das für dich gemacht und du weißt von gar nichts und es wurde schon gemacht, um Gottes Willen. Also das geht überhaupt nicht. Es geht auch nicht, dass andere Menschen sagen: Du, ohne dass du gefragt hast, weil das ist der Unterschied. Wenn du fragst, ist es was anderes. Aber es gibt Menschen, die kommen ungefragt und sagen: Du, ich sehe da was bei dir in der Aura, das muss unbedingt weggemacht werden und ich mache das für dich. Solche Leute, es tut mir leid. Also die dürfen bei mir, kommen die überhaupt nicht ran. Ja, die dürfen gleich wieder gehen, weil das geht nicht. Es geht überhaupt nicht. Solche Menschen stellen sich über die anderen Menschen und erzeugen in dem Moment Angst. Ja, die erzeugen ein komisches Gefühl, weil wenn man sowas hört, dann denkt man: Oh Gott, was ist denn da? Und oh je, und ja, also da kommen so komische Gefühle und es ist ja nicht in Ordnung. Also wer weiß denn, ob das stimmt, was derjenige da behauptet? Das weiß ja kein Mensch, und vielleicht ist es ja auch einfach nur, ja, etwas, um dich in Angst zu versetzen, um dich, sag ich mal, dazu zu bringen, was zu bestellen, was zu bezahlen und so. Das gibt's alles. Und auch wenn jetzt jemand sagt, es ist ein Geschenk, ich möchte kein Geld dafür, auch dann bitte nehmt solche Sachen nicht an. Sucht euch die Menschen aus, von denen ihr sowas möchtet. Das ist mein ganzes Anliegen, was ich euch heute einfach mal sagen wollte. Es ist nicht in Ordnung, wenn ein anderer Mensch einfach für euch was macht oder wenn er einfach kommt und sagt: Ich habe dies und das für dich. Ich war zum Beispiel auf einer Messe vor vielen Jahren, auf so einer Esoterikmesse, und bin durch die Gänge geschlendert, und dann kam eine Frau auf mich zu, hat gesagt: Du, ich habe für dich eine so wichtige Botschaft, bitte komm zu mir, es ist ganz wichtig.
Oh Gott, und im ersten Moment, das war ja schon, habe überhaupt noch keine Ahnung gehabt von dem Ganzen. Ich war dermaßen erschüttert. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Und ich muss da unbedingt hin. Dann bin ich noch mal eine Runde gelaufen und letztendlich hat mich das überhaupt nicht losgelassen. Ich bin dann tatsächlich hin zu der Frau und die hat mir dann irgendwas aus der Zukunft gelesen. Aber ich konnte damit jetzt nicht unbedingt was anfangen. Also so ein Unsinn. Ich habe dann letztendlich dafür bezahlt, weil es ja eine Leistung war. Aber es war bewusst von dieser Frau herbeigeführt, sodass sie eben Kunden bekommt. Und das ist nicht in Ordnung. Also ich finde, sowas macht man nicht. Denkt einfach daran, wenn sowas passiert bei euch, denkt an meine Worte und dann überlegt erstmal für euch, möchte ich das wirklich oder möchte ich das nicht? Ja, und dann sagt er eben ja oder nein. So, wie das sich für euch gut anfühlt. Okay, das war schon alles. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, bitte gib mir ein Like und abonniere mich und vergesse nicht, die Glocke auch zu aktivieren, denn dann bekommst du von mir immer die neuesten Nachrichten. Das ist so ein Anzeigesystem von YouTube. Okay, also bis dann. Tschüss, mach's gut.